Hallo Elektronikfreunde, willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Operationsverstärker. In diesem Video geht es mal wieder um eine spezielle Schaltung, nämlich den Präzisionsbrückengleichrichter und wie der funktioniert, wie der aufgebaut ist und was man da so messen kann, möchte ich in diesem Video mal kurz zeigen. Zunächst einmal muss man eine Unterscheidung machen zwischen einem Brückengleichrichter, der in Spannungsversorgung zum Beispiel eingesetzt wird, und diesem Präzisionsbrückengleichrichter, denn die sind nicht austauschbar. Die Anwendung jeweils ist vollkommen unterschiedlich. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Also dieser Präzisionsbrückengleichrichter ist ein Messverstärker mit der Eigenschaft eines Gleichrichters ohne Spannungsverlust über den Dioden, während ein normaler Brückengleichrichter eigentlich nur die Wechselspannung gleichrichten soll und auch eine bestimmte Leistung verkraften muss. Warum braucht man sowas? Na, man braucht sowas, wenn man jetzt zum Beispiel Wechselspannung präzise messen will. Ich habe hier mal als Beispiel so eine Sache mit dem 50-Hertz-Netz über ein Trafo zum Beispiel genannt oder auch andere Dinge. Also wenn man eine Wechselspannung messen will mit einem Mikrocontroller, muss die erstmal gleichgerichtet werden und dann kann man dies mit dem Mikrocontroller auswerten. Um präzise eine Wechselspannung zu messen, darf es nicht dazu kommen, dass man über den Dioden hier irgendwelche Verluste noch hat. Und deswegen braucht man einen Präzisionsbrückengleichrichter. Und die Basis dafür ist eigentlich hier diese Schaltung. Und die ist sozusagen ein bisschen abgeleitet vom invertierenden Verstärker. Wer jetzt noch nicht so fit ist in der Thematik mit den Verstärkerschaltungen vom OPV, den empfehle ich einfach mal, meine Videos 1 bis 4 durchzugucken. Da gibt es also eine Menge Informationen über die Grundschaltung. Also Basis für den Brückengleichrichter ist hier dieser invertierende Verstärker, der allerdings hier ein bisschen abgewandelt wurde. Man sieht jetzt hier diese beiden Dioden drin. Wenn man jetzt die UA sich anschauen würde, jetzt zeige ich auch nochmal nachher am Oszilloskop, dann ist es ja so, dass bei einer positiven Spannung eben diese Diode leitet und bei einer negativen diese hier. Es macht also von UA erstmal gar keinen Sinn, denn die positive und negative Halbwelle wird genauso aussehen. Was hier bei dieser Schaltung jedoch von entscheidender Bedeutung ist, ist nicht die Spannung UA, sondern die Spannung UG2 bzw. UG1. Aus diesem Grund habe ich mal die Schaltung hier umgezeichnet. Und zwar ist es jetzt diese hier, dieses genau das gleiche wie hier. Nur, dass ich jetzt sozusagen den Fokus lege auf UG1 bzw. UG2. Man sieht jetzt also hier UA. Die Dioden sind auch beide sozusagen hier parallel drüber, mit diesem Widerstand zusammen am invertierenden Eingang. Hier ist der Eingangswiderstand, also es ist genau die gleiche Schaltung wie da. Nur, dass man das hier etwas besser sieht. Und ich will jetzt Folgendes machen. Ich habe ja die Schaltung hier auch aufgebaut auf dem Steckbrett. Ich will einfach mal schon jetzt messen. Und zum einen die Spannung UA und natürlich UG1 und UG2, sodass man sieht, was dabei rauskommt, wenn man jetzt vorne ein Wechselspannungssignal dort rauflegt. Ich habe jetzt mal das Oszilloskop hier angeschlossen an die Schaltung. Was man jetzt hier sieht, ist die Eingangsspannung. Die beträgt hier von der Frequenz her gesehen irgendwie 800 Hertz. Ich will mal ganz kurz nochmal gucken, was ich jetzt messe in der Schaltung. Und zwar, ja, wo ist das jetzt hier? Hier ist es. Ich messe jetzt hier die Eingangsspannung. Und was ich jetzt messe, ist mit dem nächsten Kanal hier mal die Ausgangsspannung. Ich schalte den mal ein. Und was man jetzt hier sehr schön sieht, ist hier dieser Schritt nach oben und nach unten. Ich schalte jetzt mal den ersten Kanal nochmal kurz aus, damit man es vielleicht besser sieht. Also man sieht hier auf jeden Fall eine Kante. Das ist die Dioden auf beiden Seiten, die dort ja von der Spannung her noch überbrückt werden müssen. Was man auch sieht, ist, dass die Amplitude hier von dem Ausgang etwas größer ist als die Eingangsspannung. Das liegt natürlich daran, dass hier die Dioden hier in Durchlassrichtung natürlich auch einen bestimmten Widerstand darstellen. Und deswegen ist die Verstärkung nicht gleich 1, sondern ein bisschen größer. Was man natürlich jetzt auch sieht, ist, dass man mit dieser Ausgangsspannung hier erstmal gar nichts anfangen kann. Die ist also für diesen Brückengleichrichter eigentlich uninteressant. Deswegen schalte ich jetzt mal den Kanal aus, der nicht gebraucht wird, und schalte mal jetzt den Kanal ein, der hier unten dran hängt, dort, also UG1. Das ist also hier, müsste der hier sein.
Und was man jetzt sehr schön sieht, man hat hier sozusagen die negative Halbwelle, die positive wird abgeschnitten. Warum das so ist, das erkläre ich noch. Und wenn ich jetzt UG2 messe, also praktisch den hier oben, das ist der Kanal 4 in meinem Fall, dann sieht man hier, sieht man die positive Halbwelle und zwar exakt, genau, ohne Verluste. Also man kann jetzt hier mal reingehen, mal die Spannung ein bisschen erhöhen, die Voltage pro Kästchen. Man wird also sehen, hier, also der jetzt, Moment, welcher Kanal ist der hier genau? Der geht also hier wirklich durch Nullpunkt. Ich habe also hier definitiv keine Verluste und somit hat man schon mal eine Einweggleichrichtung realisiert, was natürlich sehr schön ist. Ich stelle es mir erstmal wieder zurück, wie es war. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Erstmal das Ergebnis, warum ist an diesen Spannungen UG1 und UG2 genau eine Halbwelle jeweils? Und die nächste Frage, die sich natürlich stellt, wie kriege ich jetzt einen Brückengleichrichter hin, wo ich praktisch beide Halbwellen nach oben klappe? Um jetzt zu verstehen, warum man hier bei UG1 bzw. UG2 jeweils eine Halbwelle nur herausbekommt, habe ich das mal so ein bisschen hergeleitet. Und zwar hier unten, also Herleitung der Spannungen und auch Polaritäten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nur UG1 betrachte. UG2 ist eigentlich genau das gleiche, nur sind dort die Vorzeichen andersherum. Also ich gehe von UG1 aus. Wenn man jetzt generell sich die Schaltung jetzt anguckt, hat man hier eine Gegenkopplung. Deswegen geht man denn davon aus, dass hier diese Spannung UD ja 0 Volt ist. Es fließt hier auch kein Eingangsstrom weg, also diese Ströme, gehen wir davon aus, die sind 0. Und mit diesem Wissen sozusagen kann man jetzt so ein bisschen mal herleiten, warum ich dort hier eine negative Halbwelle rausbekomme. Bei Punkt A habe ich hier aufgeschrieben, UE ist gleich UR1. Wenn man sich hier nochmal die Spannung anschaut, hier haben wir ja eine Differenz von 0 Volt, also dieser Punkt ist ja hier dieser virtuelle Nullpunkt. Und wir haben hier die Eingangsspannung UE, ich schreibe das hier nochmal hin, UE. Dann entspricht diese Spannung UE gleich der Spannung UR1. Und der Strom, der durch diesen Widerstand fließt, ist eben IR1, ist gleich UE durch R1. Wenn jetzt an UE eine positive Spannung anliegt, dann fließt da hier ein Strom rein und es wird dann der Strom wird hier weiter fließen, weil dann diese Diode leitet. Man bekommt ja dann eine negative Spannung hier raus, wenn hier eine positive vorne anliegt. Das heißt, der Strom fließt hier durch und dadurch, dass hier wiederum Nullpotenzial ist, ist die Spannung UG1 gleich der Spannung UR2. Der UR2 hängt ja an diesem Punkt, also annähernd bei 0. Und UG1 liegt hier. Gegen Masse gemessen ist also diese Spannung genau die Spannung über R2. Der Strom, der durch R1 fließt, fließt also auch durch R2 und dadurch, dass beide Widerstände gleich groß sind, ergibt sich daraus, dass diese Spannung gleich dieser Spannung hier ist. Also UR1 ist gleich UR2. Man muss natürlich die Polaritäten beachten. Wir haben ja hier sozusagen den virtuellen Massepunkt und wenn die Spannung hier rüber positiv ist, der Strom hier weiter fließt, dann entsteht ja hier eine Spannung von da nach dort, sodass wir dann rausbekommen, UG1 ist gleich minus UE. Ich habe es hier schon mal hingeschrieben und zwar dann, wenn UE positiv ist. Wenn nun im anderen Fall UE negativ ist, dann fließt der Strom hier oben lang. Das bedeutet, dass diese Diode sperrt. Und wenn die sperrt, kann hier kein Strom fließen. Wenn hier kein Strom fließt, dann kann auch über R2 keine Spannung abfallen. Dadurch, dass aber der R2 hier an diesem Punkt dran ist und dieser virtuelle Nullpunkt annähernd bei 0 Volt liegt, wird auch UG1 dann 0 Volt sein. Und deswegen habe ich das hier unten nochmal aufgeschrieben. Wenn UE negativ ist, dann wird UG1 zu 0 Volt. Das stellt dann natürlich jetzt
einen normalen Gleichrichter da, wo die negative Halbwelle nur erscheint. Das heißt, in dem Moment, wo diese Spannung hier negativ ist, bekomme ich hier 0 Volt raus. Wenn sie positiv ist, bekomme ich genau die gleiche Spannung raus hier wie UE, sodass ich hier eine Einweggleichrichtung bereits realisiert habe. Man sieht dabei auch sehr schön, dass die UF, also die Vorwärtsspannung hier von den Dioden, gar keine Rolle mehr spielt. Um jetzt einen Brückengleichrichter zu realisieren, verknüpft man nun diese UG1 mit der Eingangsspannung in geeigneter Weise. Ich habe das mal hier kurz dargestellt. Also ich habe jetzt hier UE als Wechselspannung mal gezeichnet. Wenn ich also hier die positive Halbwelle habe, dann war ja so, dass UG1 die negative Halbwelle sozusagen rausgibt. Wenn die hier negativ ist, UE, dann habe ich dort 0 Volt. Und das gleiche Signal hier, UE, liegt natürlich hier an. Und das wird jetzt mit einer weiteren Schaltung, nämlich mit dem Umkehradierer, verknüpft. Und zwar so, dass der Umkehradierer hier eine Gewichtung hat in den Widerständen. Warum das so ist, will ich mal ganz kurz erläutern. Ich habe hier mal dazu die Gleichung für den Umkehradierer aufgeschrieben. Und zwar, wenn alle Widerstände gleich groß sind, dann lautet die Gleichung nämlich UA BGR, also ich habe hier hinten diese Ausgangsspannung UA BGR genannt, ist gleich minus und dann UE1 plus UE, also die beiden addiert, aber negativ. Und wenn ich jetzt das dort mal Werte einsetze für UE 1 Volt und minus 1 Volt, dann bekomme ich ja für UG1 entsprechend hier minus 1 Volt, das was ich hier schon gezeichnet habe, beziehungsweise 0 Volt. Und wenn ich das jetzt in die Gleichung einsetze für den Umkehradierer ohne Gewichtung, dann bekommt man hier einmal 0 Volt raus und einmal 1 Volt. Und das ist eigentlich nicht so gedacht, denn er soll ja beide Halbwellen sozusagen darstellen mit einem Volt, hier in dem Fall. Also der Sollwert wäre 1 Volt. Das heißt, ich kann so, wie das hier beschrieben ist, dass alle Widerstände gleich groß sind, nicht machen. Dazu muss man jetzt die Eingänge gewichten. Und wenn ich jetzt diesen Eingang hier von UG1 höher gewichte, dann bekomme ich tatsächlich das so raus, dass also hier mit dieser Gleichung dann UA BGR ist gleich minus 2 mal UG1 plus UE. Und wenn ich jetzt nochmal die Werte einsetze für UE 1 Volt bzw. minus 1 Volt, dann bekomme ich nach wie vor UG1 minus 1 Volt und 0 Volt raus. Und wenn ich das jetzt in diese Gleichung einsetze, dann bekomme ich tatsächlich in beiden Fällen 1 Volt raus. Das heißt, ich habe die positive und auch die negative Halbwelle zu einer positiven Halbwelle sozusagen umgewandelt. Und das möchte ich natürlich jetzt gleich am Oszilloskop mal zeigen. Man sieht jetzt hier auf dem Oszilloskop alle 4 Signale, die ich hier derzeit messe, nämlich das Eingangssignal hier oben, dann UG1, dann UG2 und hier das Ausgangssignal. Ich werde jetzt mal das Eingangssignal und das Ausgangssignal übereinander legen, ein bisschen größer machen, damit man es besser sieht. Man sieht jetzt hier also, gelbe Linie ist das Eingangssignal, dann violette das Ausgangssignal, also ist es gleichgerichtet ohne Verlust. Jetzt ist die Spannung noch relativ groß mit 1 Volt pro Kästchen. Ich werde die Spannung mal hier ein bisschen runterdrehen. Und gut, da muss ich den Trigger gleich nochmal ändern. Selbst dann ist es so, dass man dort hier keinen Versatz oder sowas durch Dioden erkennt. Also hier, das geht wirklich durch einen Nullpunkt. Und das zeichnet eben diesen Präzisionsgleichrichter aus. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf diese Schaltung hier zurückkommen. Ich hatte ja gesagt, hier ist eine Gewichtung jetzt drin. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde diese Gewichtung mal rausnehmen. Ich habe hier für einen 5 Kilo Ohm habe ich 2 10 Kilo Ohm parallel. Und wenn ich jetzt die Gewichtung hier rausnehme, dann sieht man hier auf dem Oszilloskop ist es jetzt tatsächlich nur noch eine Einweggleichrichtung. Ich mache die jetzt also erstmal wieder rein, sodass man dann sieht, man braucht also diese Gewichtung. Ja, wo ist er hier? Da, also jetzt ist er wieder auf 5 Kilo Ohm. Ohne die Gewichtung hat man eben nur einen einfachen Gleichrichter, einen Einweggleichrichter und mit der Gewichtung dann eben den Brückengleichrichter.
Ja, das war es auch hier schon wieder zum Thema Präzisionsbrückengleichrichter. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.